Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Jurassic Park. Wir haben ja gerade gesehen, dass der noch lebt. Okay, der lebt noch. Ich dachte, der wäre tot. Der ist irgendwie hungrig, kann das sein? Habe ich nicht so viel Pflanzfresser-Ausgabe-Ding? Friss, Mensch, friss! Ach, da, das meinte ich. Wie schon in dem vorvorigen Part erklärt, sind die Stegimonochse einfach nicht fähig, sich selbst zu versorgen. Klar fangen sie vielleicht irgendwann mal willkürlich an zu grasen, wenn sie keine Nahrung finden und sehen aus, als ob die Erde fressen, aber das ist doch nicht das Gelbe vom Ei. Echt nicht. Wir werden uns ein paar neue Gallimimus erschaffen. Und die haben wir jetzt hier 100%. Und wenn die 100% sind, dann haben wir 16 Jahre zu leben. Das ist nämlich genau das richtige Mindestalter, was auch andere Vögel wie zum Beispiel der Strauß haben oder das Huhn. Nur leider werden vor allem bei Hühnern selten Tiere alt. Einer der Gründe ist, sie werden einfach gegessen. Und das gegessen werden ist eines der Hauptgründe hier. Ich meine, wie alt wird der? Der wird nur 3 Jahre alt, wenn die gestorben sind. Wenn die gestorben sind, dann werden die anderen hier auch noch, die jetzt ankommen, noch ein ziemlich lange leben. Wie sieht es bei denen aus? Ohohoha. Ist schon klar, dass das Digimon noch ein viel größeres Tier ist in dem Fall. Aber dass sie das Alter gleich mal auf 42 gesetzt haben, ist schon irgendwie krass. Und stellt euch mal vor, vielleicht ist Rexy einer der Anfangstyrannosaurier und wird deswegen nur 20 Jahre alt. So. Dann werden wir uns jetzt einfach mal noch etwas weiter um die Dinge kümmern. Dann haben wir jetzt wohl erstmal das, was wir erreicht haben. Lebensechte, lebenslange Dinosaurier, die lebenslang sind. Und ich schaue mal nach, was die Fossilengraber sagen. Sie sagen, zoom in, dass ihr Zustand mittlerweile noch gut ist. Was ist hier eigentlich drin? Gute Frage, nächste Frage. Schauen wir doch einfach mal unsere schöne Liste nach. Also hier haben wir noch einen Konkavenator mit 55%. Okay. Deinonychus ist inzwischen auch schon freigeschaltet worden. Das ist geil. Mit 1 Jahr.
Indoraptor wird inzwischen 6 Jahre alt. Microceratus. Pachyrhinosaurus ist 18%. So habe ich ja mehrere Velociraptoren, ist es sicher? Ich wusste, es ist Blue. Blue hat gerade mal nur 23%. Gut, jetzt wüsste ich vielleicht auch, naja, nee, doch nicht. Wüsste ich, wen ich das Gehege widmen sollte. Ich meine, der würde zu jemandem besser passen, den ich im Wesentlichen verdienen würde. Dann hatte ich noch dieses andere Gehege hier, das was ich jetzt verendet habe, oder? Das ist auch das gewesen, was ich jetzt eben hatte. Wie lange lebt der eigentlich noch? Die Ironie. Die Ironie. Trotz seiner guten Ernährung, seiner guten Lebensweise. Ist er jetzt schon 10 Monate alt geworden? Ist dir des Wahnsinns? Der schon über seine Altersspanne drüber hinaus? Ist wirklich über seine Altersspanne drüber. Jetzt habt ihr es gesehen. Das Tier ist an Altersschwäche gestorben. Umso besser. Wir hatten nur ein Tier gehabt. Gut. Dann werden wir jetzt nämlich Folgendes tun. Small? Beziehungsweise Medium? Kann ich sogar schon Indoraptor machen. Ich mache aber kein Indoraptor, ich mache mir eine Route Deinonychus. Feiern wir mit dem Tierdebüt, was bei Jurassic World Evolution seinen ersten Auftritt haben wird. Wird zwar eine Weile dauern, bis die auch so ziemlich altrig werden und so. Aber ich denke, die werden sich so lange die ihr Leben wohlfühlen. Da kommen sie! Ein gesamtes Rudel voller fleischfressender Tiere. Da sind sie. Eine gewisse Anzahl an Deinonychus muss auch schon sein. Und solange sie hier jetzt umherwüten,
Und da liegen die Reste des verendeten Konkabinators. Noch genau an der Stelle, wo sie gestorben sind. Doch der Natur wird nichts verschwendet. Eine Generation der Anunnakus wird dadurch ernährt. Oh, da hat sich schon ein Anführer ausgebildet. Das ist der größte von allen. Der ist großartig. Ich mag diesen Typen. Der sieht aus wie eine Mutter. Und das sehen aus wie seine Kinder. Ohne Scheiß. Was Besseres als das gibt's nicht. Sie fressen Kühe. Und Kühe fressen sie gern. Denn Kühe bieten nämlich für mehrere Raptoren Nahrung. Okay, nachdem wir einen Generationswechsel beantragt haben, hey, wird ja, ist da immer noch. Na gut. Diesen Generationswechsel und so weiter, wird es Zeit voranzuschreiten. Was macht denn dieser kleine Sigisaurus da? Nein! Was ist mit dir los? Was hast du? Junge, was hast du? Bumblefoot? Alter! Das geht mir von Keks! Alle Bumblefooter werden nur unverzüglich. Was ist der Sterbegrund? Das tut weh! Die fallen einfach schon vorher um! Erleiden schon Altersschwäche! Und ich gebe doch den Auftrag hin zu erschießen! Ich bin weh! Nein! Seht nicht! Das ist wohl schon wieder meine nächste Generation. Oh Mann, das geht nicht. 7 Monate werden ja. 7 Monate. Immer noch. Ich glaube, ich weiß, was ich dann jetzt machen werde. Ich werde die Forscher. Ich werde die Forscher jetzt woanders hinschicken. Ich denke, hier habe ich allmählich alles durch. Ich guck mal alles. Blue habe ich jetzt nicht. Hab ich alles. Zwar noch nicht sehr alt und so, aber wir können immer noch. Können immer noch 60% Velociraptor begrüßen. Jetzt kapiere ich wenigstens, warum ich hier nur 10 hatte. 0 hatte das Wort. Das ist der Blue Velociraptor.
Und wir haben wieder neue Edelsteine zu verkaufen. Aber es ergibt Sinn. Es ergibt alles jetzt Sinn. Ab wen werden wir hier freilassen? Bauen wir erstmal das Ding hin und entscheiden uns danach. Das muss auf jeden Fall erstmal... Nein! Ein Platzhalter sein. Sowas wie Velociraptoren. Wir werden nur 3 Jahre alt. Schaffen wir. Bis die tot sind, haben wir schon den nächsten super GAU unter den nächsten Super Prädatoren. Apex Prädatoren. Genau, jetzt habe ich das Wort. Bis die tot sind, haben wir schon den nächsten Apex Prädatoren. Da kommt die Armee. Ja. Die bekommen auch solche Kühe. Ah, okay, die haben den einzigen Pflanzenfresser in diesem Gebiet jetzt getötet. Das heißt, sie sind hier jetzt erstmal die herrschenden Alphas in diesem Gehege. Und sie zerstören Kühe. Und so wird es Nacht. In der Nacht, wo die Raptoren dann ihr persönliches Dingens, Bummens, ihre persönlichen Pläne schmieden, bis sie dann schließlich soweit sind. Wie geht's jetzt weiter? Nachdem zwei kleine Rudel. Alter! Es ist mitten in der Nacht. Das entspricht einem Wirbelsturm. Und er schickt mitten in der Nacht dieses komische Ding fliegen. Viel Spaß beim Sterben. Oder sowas ähnliches. Wenn euch der Ballon runterfällt und direkt auf die Velociraptoren landet und ihr auf die Deinonychus, beschwert euch nicht bei mir, ich hätte nichts gesagt. Zeit vor die Fenster. Was haben wir denn hier? Deinonychus und Low Quality von nicht identifizierbaren Tierchen. Gut.
Extrakt. Mach doch weiter. Ich habe so ein komisches Gefühl, ich bekomme hier keine Fossilien mehr rein. Es regnet. Es ding-dongt. So, ich habe jetzt einfach mal beschlossen, diesen Saurier hier mit Klumpfuß. Das ist schon der nächste hier. Ich kann sie nicht impfen. Also muss ich sie töten. Erzeugt zwar einen Riesenaufruhr. Achso, ich krieg mal das andere Tier. Hier ist es. Damit sich die Krankheit nicht noch weiter verbreitet. Was ist denn der Typ? Ich muss noch mal suchen. Nee, der ist exzellent, okay. Das ist er. Das war exzellent. Ich glaube schon fast, ich habe den Hauptkrankheitserreger ausgeschaltet. Wenn man nämlich den Ursprung ausschaltet, dann schaltet sich alles. Somit gibt es den Klumpfußerreger in diesem Park erstmal nicht mehr. Den Dinosaurier habe ich restlos aussortiert. Ach, was für ein Aufruhr, dass sich das erzeugt hat. Ey. Keine mehr? Gib mal her. Gleich gibt es wieder was. Es wird aber immer weniger. Velociraptor, 70%. Wir haben doch jetzt hier noch unsere anderen Velociraptoren. Warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Wo sind die? Wo sind die? Das wird sich an wie mein Deinonychus-Rudel. Müssen. Ne, das ist mein Deinonychus-Rudel. Okay, dann waren sie auf der anderen Seite. Okay, dann, boah, da waren sie. Boah, da waren sie. Du willst schlafen, geh ins Hotel. Findet sich ein paar Stockwerke weiter oben. Deinonychus. Aha! Blue! Wird nur 3 Jahre alt, aber trotzdem. Blue! Da ist sie! Die tolle Blue.
mit ihren typischen Blues-Gimp. Gut gemacht. Du hast die Kuh getötet. Vielleicht wirst du ja die neue Rudelführerin dieses Velociraptoren-Rudels. Na gut. Moin jetzt schon. Das Deutsch ist leer. Ich glaube, ich muss langsam wirklich. Also jetzt habe ich Blut, richtig? Also jetzt kann ich noch mal reingucken. Hab ich alles. Ist mir jetzt egal, ob das schon vom Ding ist und so, also keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal weiterreisen. Was gibt's hier? Indominus Rex, Baryonyx, Spinosaurus. Was gibt's hier? Carnotaurus und Brachiosaurus. Wahrscheinlich Giraffa Titan. Giraffa Titan waren beheimateter Saurier. Ohne Scheiß, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wer ist hier drin? Hier ist Rexy! Rexy! Joko, Joko, zeig mir deine Popo! Ne, warte mal. Ich weiß es nur, Kanu tauchen und Brachiosaurus. Ey, hier gehe ich hin. Jetzt die mir wenigsten, aber hier gehe ich hin. Und zwar. Die habe ich schnell voll. Die habe ich wirklich schnell voll. Da kann ich mir eine der größten Lebewesen in der Welt halten. Sieh mal schon, wie schnell das hoch jetzt. Und ich denke. Wie was? Wie jetzt? Wer ist tot? Wer ist gestorben? Ein Besucher ist gestorben. Aber an was ist denn der bitte schön gestorben? Eins bedeuten. Blue. Ich denke, wir werden einfach mal den nächsten Part rausfinden. Was unsere Besucher getötet hat. Eins werden wir allerdings nie erfahren. War mein Zaun zu nah dran? Ist ein Raptor ausgebrochen? Das werden wir gleich mal nachsehen. Also wie es aussieht, hat einer der Raptoren einen Ausbruchsversuch gestartet. Sonst wäre der Besucher nicht gestorben. Aber in den Velociraptoren scheint alles okay zu sein. Die haben erstmal kein Verlangen auszubrechen. Also kann das vielleicht nur an den Deinonychus liegen oder irgendjemand hat gerade überreagiert. An Erschöpfung gestorben oder so. Keine Ahnung. Herzinfarkt. Zu Fastfood gegessen. Doch das. Hallo? Ich gucke nochmal bei euch nach. Doch das werden wir jetzt nie herausfinden.
Nö, sind alle drin. Okay. Dann hat der Besucher zu viel Fastfood gegessen. Also bis zum nächsten Mal und ciao.